Gott, ist das ein Säufer. Ja, seid ihr Rekasch? So ist es. Wer fragt? Schluss mit dem Spielchen. Wird Schotterbusch schickt mich, ich soll die Zich eintreiben. Sch, nicht so laut. Also raus mit dem Pinsel. Wo wollen wir die Sache nicht anders lösen? Drei Seeballlinge und ihr vergesst, dass ihr mich getroffen habt. Vom kausigen Schotterbusch bekommt ihr nicht, bestimmt nicht so viel als Belohnung. Zechprellerei und jetzt auch noch Bestechung. Das wird ja immer toller. Am besten ich hole gleich die Stadtwache. Da habt ihr auch wieder recht. Die Angelegenheit hat mich ohnehin schon mehr Zeit gekostet, als sie mir lieb war. Ihr gebt mir die drei Silber und ich lasse euch laufen. Falschen. Also für drei Dukaten würde ich es mir überlegen. Aber für drei Silberlinge? Nein, keine Zechbrillerei. Nein, nein, so weit müssen wir gar nicht kommen lassen. Ich gehe sofort ins Gefrettchen und zahle Schotterbusch aus. Menschenkenntnis. Der verheimlicht doch was. Hinter der ganzen Angelegenheit steckt doch mehr. Ich sehe es euch an. Ja, ja, ihr habt recht. Ich mache das auch nicht des Geldes wegen, sondern nur... Ja, ich wohne als angesehener Bürger in der Grafenstadt. Doch all die Regeln der Etikette auf Dauer sind solche Dinge doch sehr zermürbend. Da kam ich eines Tages auf die Idee, mich ab und an mal unter die einfachen Leute zu mischen. Unter falschem Namen, versteht sich. So konnte ich einfach meinen Alltag entfleuchen und Dinge tun, die ich sonst nie tun dürfte. Was soll ich euch glauben? Bei Ingerim, es ist die Wahrheit. Wenn er mich so in meinem eigentlichen Umfeld betragen hätte, wäre mein guter Ruf sofort dahin gewesen. Tja, und jetzt habt ihr mich erwischt. Wenn das publik wird, ist mein Ruf erst recht dahin. Irgendwo kann ich euch ja verstehen, aber als ehrenhaft und angesehener Bürger dieser Stadt solltet ihr zumindest auch inkognito eure Zeche zahlen. Also gebt mir das Geld für Wirt Schotterbusch und begleicht die Zukunft eurer Rechnungen. So müsst ihr euch nicht weniger Sorgen um eure Posse auf... Sorgen machen, dass eure Posse auflegt. Ja, ihr habt vollkommen recht, ich sehe es ja ein. Gut, dann werde ich von deiner Meldung bei der Stadtwache absehen. Hab Dank, die Sache sollte möglichst kein Aufsehen erregen. Ich werde auf der Stelle zum Frinkenfrettchen gehen und die Angelegenheit persönlich bereinigen. Nochmal ist mein Dank, dass ihr die Sache so diskret behandelt. Schönen Tag euch noch. So, berichtet Schotterbusch. Auf ins Frinkenfrettchen. Schotterbusch möchte sicher benachrichtigt werden. Naja. In den Hafen kommen wir ja von hier hinten aus gut. Sicherheitshalber mal einen Quicksave machen. Was haben wir hier drin Schönes? Sandalen und Lederhandschuhe, also nichts, was wir gebrauchen könnten. Und ja, die Truhe war einfach zu verlockend. Gut, wir sind da am Flinkenfrettchen. Ja, und ich muss sagen, ich finde das jetzt auch komisch. Ich dachte eigentlich, dass Nicebeck noch einen Auftrag für mich hätte, aber das kommt wahrscheinlich dann erst nach dem nächsten Abschnitt der Hauptstory. So. Tag. Was soll sein? Wegen dem Zechpeller. Hey, hey, ihr braucht nicht weiterzureden. Ich weiß zwar nicht, was ihr mit ihm angestellt habt, aber dieser Regasch war hier und hat bis auf den letzten Held bezahlt. Zum Dank gibt's ein schönes Häs aufs Haus. Ach ja, und diese Dukaten für die Mühe. Hier. Ja. Geschlossen. Der Zechpreller. Ich habe dem Würfer die Bemühungen, den Zechpreller zu finden und die Schulden einzutreiben, berichtet. Er wird jetzt wohl vorsichtiger sein, was das Anschreiben auf der Zechen angeht. Ich habe Wirt Schotterbusch über den Ausgang der Suche nach dem Zechpreller informiert. Gut, damit haben wir das abgeschlossen. So, jetzt können wir uns nochmal die Rattenplage ansehen. Weil jetzt sind wir ja auch etwas stärker und so. Sanja. Ah, und hier fehlt doch irgendwas. Habe ich das absichtlich leer gelassen?
Stimmt, weil eigentlich wollte ich noch eine Finte lernen. Finte geht nämlich mit Schwertern und gezielter Stich auch. Todesstoß dann wiederum nicht mehr, aber Klingensturm würde gehen. Ja, Klingenwand wäre auch nicht schlecht, das noch zu lernen. Also noch ein guter Grund, nochmal in die Grafenstadt zu gehen zum Lehrmeister. Ja, aber Finte wäre gut. Klingensturm. Klingensturm ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Das sind nämlich nur drei Angriffe. Das sind nämlich drei Angriffe, von denen nur der erste pariert werden kann. Und umreißen bringt. Ja, umreißen ist wie niederwerfen. Gezielter Stich. Ignoriert und erzeugt eine Wunde. Das ist das Schöne an gezieltem Stich. Das Todesstoß ist noch besser. Aber Todesstoß kann man halt nur mit Speeren, Fechtwaffen und Dolchen. Was mich dazu bringen würde, ihr Speere beizubringen. Wir haben nur leider gerade keinen Speer mehr zur Hand. Es wird sich aber sicherlich irgendwo mal einer auftreiben lassen. So, jetzt noch einmal kurz in den Keller. Zwei Sachen machen, nämlich einmal bis zum Ende durch. Und doch wollte ich ein Easter Egg zeigen. Wollt ihr doch wieder den Keller betreten? Ja, lasst uns gleich hinuntergehen. Gut, gut, wie ihr wünscht. Ja, erstmal kurz gucken. Ah ja, das Gefängnis war gleich hier. Gut. Das Gefängnis war gleich hier. Da müssen wir nicht so weit runter. Und ja, Gegner wie Spawn hier unten zum Glück nicht. Sonst hätte das Ganze, wir befreien den Keller vor den Ratten, auch gar keinen Sinn. Schon krass, wie die Ratten eigentlich hier die ganzen Tunnel gegraben haben. Und damit sogar die Brauerei mit dem Gefängnis verbunden haben. Wobei manche Sachen einfach auch nach natürlichen Zisternen aussehen, also unterirdischen Höhlen. Wobei Zisternen sind, glaube ich, mit Wasser gefüllt. Könnt mich ja gerne in den Kommentaren aufklären, damit ich nicht zu viel durcheinander bringe. So, also erst einmal hier ins Gefängnis wieder rein. Wenigstens müssen wir uns nicht mit Banditen und anderem Gesocks rumschlagen. Hey, hey, sehe ich auch so. In Fuhrmannsheim muss ich nicht unbedingt Dienst schieben. So gesehen haben wir es doch gut. Keine Halunken, keine Monster, alles friedlich.
Ja, ja. Bloß diese modrige Luft nicht wäre. Die schlechte Luft stört mich nicht so. So, und jetzt steckt hier Rando drin. Basti, mich hatte euch doch eben schon befreit. Verdammt, ihr habt mich erwischt. Ich bin nur das Bodydouble für Drano. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass der Drano in seinem stinkigen Loch seine Zeit verbringen würde, oder? Ich muss hier weg. Flutsch. Ja, das war Rando. Oder wie er hieß. Der falsche Drano. Hier unten passiert doch wirklich gar nichts. Das kannst du aber nicht sagen. So, und jetzt suchen wir Warwosch oder Warwosch oder wie er noch heißt. Und gehen wieder nach ganz runden. Also Eingang, Kellerräume. Naja, da die eigentlichen Tiefen fangen ja noch weiter unten an. Also da drüben weiter. Ja, tief unter Ferdok, da gibt es ja einen Gebietsübergang. Und das klang irgendwie nicht bekannt. Die dramatische Musik macht es auch nicht gerade besser. Folgt mir. Deswegen bewaffnen wir uns mal lieber. Vorgrim, eigentlich solltest du das Ding nehmen. Und das ist besser als deine Axt. Ach ja, und die Axt kann hier zu deiner Pfeife. So, hier müssen wir gleich eigentlich Warforsch begegnen. So wie er nochmal heißt. Ja, da vorne ist er. Ja, Warforsch. Seid ihr ja. Ha, ha? Nur keine Müdigkeit vortäuschen. Diese Höhlen sind sehr groß. Sagt mir Bescheid, wenn ihr was braucht. Lasst uns in die vierte Ebene gehen, genau. Jetzt sind wir nämlich an der Stelle wieder, wo wir aufgehört hatten. Also von da sind wir gekommen. So, und eigentlich, die Ratten dürften uns eh keine Erfahrungspunkte mehr geben. Mal gucken, wie sie jetzt drauf sind. Wir haben ja zum Glück Gladys Ausweichen jetzt gegeben etwas.
was ein bisschen helfen sollte. Also wir sind hier, sollten hier richtig sein. Sicherheitshalber Quicksave machen. Sanya. Und Gwendala kann gleich mal hilfreiche Tatze beschwören. Sarana,